There you are. What are you doing now, you idiot? I can smell her perfume, so beautiful and alluring. Oh, snap out of it. I've got to get inside, whatever risk he's after is worth investigating. Stand back. A quick flick of the wrist, and... Okay, das hätte uns fast getroffen, du Blödmann. So, aber wenigstens können wir rein. There, that oughta do it. You go on inside. I'll wait here in case she comes back. Okay, er wartet jetzt hier draußen, weil ich glaube, er findet sie ziemlich hübsch, die Piratin. Und ich gehe einfach mal rein. Manu, geh rein. Jetzt ging's. Okay, irgendwie, keine Ahnung, was ich gemacht habe. Oh, hallo. There you are. Hold it, you rat. Huh? It's that silly girl again. Try if you like, but you'll never keep up with me. Tata! Okay, sie hat uns jetzt... Blöde Kuh. Ich möchte da durch. Sie hat uns jetzt aufgefordert, uns zu folgen, aber sie meinte, wir könnten ihr niemals folgen. Und sie hat hier das schon versperrt und ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Toll. Tun uns die Tropfen weh? Nein, gut, das ist wirklich nur Wasser. Aber wie komme ich jetzt hier rein? Ah, das ist doch blöd. So. Ah, anscheinend kann ich das Gitter aufpeitschen mit meinen Haaren. Wow, das sind echt Haare aus Stahl. So. Ich glaube, bevor ich jetzt hier reingehe, gehe ich aber noch eben wieder raus und dann einen Bildschirm nach links, denn da war ja der Speicherpunkt. Das ist, dürfte vielleicht sinnvoll sein, falls ich mich jetzt hier ziemlich dumm anstelle, was durchaus sein kann. Hallo, der Typ hat gesagt, er wartet hier. Und jetzt hat er nicht gewartet. Boah. Ey, zu dem gehe ich aber nicht nochmal. Blödmann. So, hallo. Ich spreche zu dir durch dein komisches Ding hier. Danke. Du hast mal... Nein, ich möchte... Ich will nicht mit dir reden, ich will rennen. Slide auf der gleichen Taste. Nein, so, dann muss ich halt erst langsam gehen. Was soll's, wenigstens ist es ja nicht weit. Gut, das hier ist dann also quasi unser erster Dungeon. Mal sehen, was uns erwartet. Ich bin gespannt. Na, okay. Diesmal weiß ich ja, dass... Na, geh da hoch. Diesmal weiß ich ja, dass ich mit meinen Haaren das Gitter aufpeitschen kann. Wer weiß, ob es noch mehr Geheimnisse dieser Art gibt. Da oben geht's nicht weiter, dann... Wow, 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 Hilfe! Aua. Okay. Okay, in den Dingern hier sind Edelsteine drin, das ist auch schön. So, ich hoffe, ich habe da oben jetzt nicht irgendwas nach rechts oder so verpasst. Ich könnte es leider nicht gut genug sehen, weil ich ziemlich runtergefallen bin. Und ein Leben, das kann ich gut gebrauchen. Vielleicht etwas in den Steinen? Ich muss jetzt hier irgendwie mal so ein bisschen nach Geheimnissen gucken. Weil man weiß ja nie, hä? So, hier geht's nach rechts. Okay. Wow, was bist du? Was bist du denn? Ah, gibt's einen Edelsteine, auch gut. Hüpf und... Wow, wow, was seid ihr? Was seid ihr? Ihr seht böse aus, aber ihr... Ich hab... Moment, okay, ihr schießt nicht? Alles klar, dann seid ihr ganz liebe Wesen. Ich denke mal, ich sterbe, wenn ich hier ins Wasser falle. Ich werde es nicht ausprobieren. Ich möchte einfach nur hier durch. So, oh, wow, zwei von eurer Sorte. Ihr habt mich getroffen, verdammt. Wollt ihr mich nicht... Wow, du nicht... Nein, nein, du stirbst selber. Aber wollt ihr mir nicht hier so ein bisschen Herzen geben? Oh, Moment, ich möchte dich töten, danke. Hüpf, oh, das war knapp, weil ich nicht gerannt bin vorher. Habe ich nur so einen kurzen Sprung gehabt und der wäre fast im Wasser gelandet. Wow, so viel. 5 Edelsteine, die kann ich gebrauchen, wenn ich mir hier den Spinjump holen will. Wahrscheinlich muss ich dann erstmal so ein bisschen Tanzwettbewerbe mitmachen und das sieht... Ah! Ich wollte gerade sagen, das sieht böse aus. Ich gehe erstmal... nach rechts. So, toll. Brauche ich einen Schlüssel? Oder kann... Nee, kann ich nicht aufpeitschen. Schade. Nein, ich gehe nicht nach unten. Okay, aber anscheinend... So. Möchtest du nicht blitzen? So, du möchtest blitzen. Und... Ah! Oh, nein! Verdammt! Okay. Abwarten und hoch. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Ja, okay. Jetzt kann ich rüber. Jetzt muss ich abwarten. Das sind aber echt fiese Plattformen. Komm, lass mich drüber. Und da schon wieder ein. Ich habe Angst, dass wenn ich da auch nur die nur berühre, dass ich dann Blitzschaden bekomme. Deswegen springe ich jetzt erst. Und, jawohl, Drachenmäuler. Und ein Herz, jawohl. Damit kommen wir natürlich sehr viel weiter. Und da komme ich nicht hoch. Noch ein Herz. Oder? Nein. Egal, da kam ich nicht hoch. Muss ich nicht ausprobieren. Gut, dann gehe ich erstmal weiter runter. Möchtest du angehen, bitte? Danke. So. Aha. Okay. Ah, verdammt. Das war zu schnell. Hier kann ich nach links, nach rechts leider... Au. Nein! Na toll. Was bist du? Was bist du? Oh, cool.
Also die Gegner sind auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, es nagern jetzt diese komischen Wasserviecher, aber irgendwie kann ich das nicht besiegen. Doch, so. Hm, nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, Edelsteine. Edelsteine. Sehr schön. Huh, Lichteffekte, geil. Wow. Also für ein Game Boy Color Spiel hat das hier echt, wow, viel zu bieten. Und da ist, oh yeah, das waren, waren das 10? Nein, das waren 20. Oh yeah, geil. Ich hoffe, davon finde ich noch mehr. Oh, was bist du, was bist du, was bist du? Du bist ja fast so hässlich wie das Froschvieh. Oh, 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 ah, du hast, mh. So, jetzt stirb, stirb, wow, und hier, stirb. Nein, du nimmst jetzt nicht Anlauf, Moment. Genau, jetzt habe ich dich durchschaut. Ich weiß, was für Bewegungen du hast. Aua. Gut, du hast mich nicht getroffen. Alles klar. Hm, dann bleib mal stehen hier. Lass dich auspeitschen. Oder stehst du nicht darauf, wenn dich jemand auspeitscht? So, hier. Bäh. Bäm. Besiegt. Wunderbar. Wunderbar. Da unten ist noch eine große Vase. Oh, ein Warp-Squid. Hallo, Warp-Squid. Hey. Hey, I found a Warp-Squid. I bet it misses its mommy. Ja, es vermisst bestimmt ihres Mutter. So. Und den Dingern läuft irgendwie so ein bisschen die Nase. Da. Hm, ich habe leider kein Taschentuch dabei, dass ich den geben kann. Ich möchte da. Und ich möchte gerne da runter. Da ist nämlich wieder so eine große Vase. Aber hier ist erstmal so ein komisches. Das wehrt mein. Das wehrt das ab. Okay, ich kann die nur treffen. Hier, wenn ich das so hoch mache. Wow, nein. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Wenn ich das so hoch mache, wehrt das mit der Schere ab. Verdammt nochmal. Aber ich fange wieder in diesem Raum hier an. Okay, das ist. Ich muss nicht ganz am Anfang vom Dungeon anfangen. Und ich habe noch alle meine. Meine, hier, Dings, da, die Edelsteine und ich habe, ja, ich habe den Warp-Squid auch noch. Alles klar, das läuft doch gut. Das läuft doch wunderbar hier. Wunderbar. Genau, hier war der Warp-Squid. Okay, ich habe nichts verloren, keinen Fortschritt verloren. Jetzt muss ich nur dich, ah, nein, da falle ich nicht drauf rein. So, und jetzt weiß ich auch, geduckt angreifen, sonst kannst du das abwehren. Was, du kannst das jetzt unten auch abwehren, was soll das? Bist ein sehr, hallo? Okay, dann kann ich dich jetzt anscheinend... Hm, oben, unten, was denn jetzt? Wo kannst du abwehren und wo nicht? So, okay, bist ein sehr mieser Gegner, dass du das abwehren kannst. Hallo? Hallo, lass dich doch mal treffen. Jetzt geht das weder oben noch unten, was... Hä? Okay, jetzt ging's wieder. Ach so, ich... Hä? Okay, anscheinend muss ich warten, bis sein Auge so halb geschlossen ist. Dann kann ich ihn angreifen, aber... Hm, sehr seltsam. Und wie komme ich jetzt da rechts hin? Hier unten, da, da ist so ein toller Krug, da möchte ich hin. Kann ich vielleicht die Steine? Nicht? Nein? Oder dich? Nein, da möchte ich aber gerne hin. Vielleicht hier irgendwie ein Geheimgang oder so? Vielleicht kann ich hier durchkriechen? Nein, nicht? Sehr seltsam, sehr, sehr seltsam. Vielleicht kann ich auf der anderen Seite durchkriechen, vielleicht ist da noch so ein... Geheimgang eventuell. Bitte, 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 belasse ein Geheimgang sein. Nein, da ist natürlich keiner. Okay, falls jemand weiß, wie ich da hinkomme, bitte schreiben, denn ich möchte gerne, gerne die Edelsteine haben, was, welche da drin sind wahrscheinlich. Und da ist ein großes Herz, das ich jetzt nicht gebrauchen kann, weil ich sowieso volle Herzen habe, weil ich gestorben bin. Toll. Nee, wow. Eine fliegende Plattform. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das Spiel macht mir langsam echt Spaß. Noch eine fliegende Plattform. Oh, was war das denn da oben auf der Säule? Das sieht aus wie... Wow. Nicht schlecht. Das sieht ziemlich geil aus. Hüpf. Nein, wir warten erstmal, bis die nächste kommt. So, und eine weitere fliegende Plattform. Aber was ist das für ein Hintergrund da durch die Fenster? Oh, Moment. Die möchte ich haben. Da ist bestimmt wieder irgendwas Tolles drin. Ein Leben! Schön. Leben sehe ich auch sehr gerne. Oder kann es sein, dass wenn man... irgendwie eine bestimmte Anzahl Edelsteine gesammelt hat, dann Leben bekommt, dass ich deshalb dann auf einmal 4 Leben hatte. Sehr interessant. Oh. Okay. Das da oben ist ein Warp-Squid noch, sind 2 Fische. Wow. Aha. Okay, anscheinend, ich muss jetzt wahrscheinlich hier, das kann ich drehen, genau. Warp-Squid, Fisch und, na, Warp, Fisch, nein, Fisch. Ich darf das mittlere nicht treffen. So, Fisch. Ein Schlüssel. Kann ich den einsammeln? Jawohl, so. You found a key. Ja, wir haben einen Schlüssel gefunden. Wunderbar. Nettes Rätsel. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut, das Spiel. Echt. Also am Anfang dachte ich ja erst so, was ist denn das für ein Spiel? Das ist aber alles irgendwie ziemlich komisch.
und ich wusste nicht so recht, was ich davon halten soll, aber so langsam gefällt es mir echt gut. Muss ich schon sagen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich da unten an den Krug drankomme. Moment, kann ich da nicht... Hey, yeah! Kann ich da nicht das hier benutzen? Ich probiere es mal aus. Wobei, dann geht der Krug kaputt und ich komme trotzdem nicht dran. Hey, da ist noch einer. Den habe ich gar nicht bemerkt. Ich möchte da runter. Na egal, was soll's. Ich mache jetzt weiter. Vielleicht finde ich ja später noch ein Item oder so, das ich benutzen kann. Und ich möchte jetzt lieber auf das hier wechseln. Und ich denke mal, das hier gilt jetzt auch als Labyrinth. Und wenn ich dann hier das Exit Candy benutze, kann ich hier auch raus. Hoffe ich zumindest mal. Okay. Ich gucke gerade auf die Zeit. Ich pausiere mal eben. Moment, ich pausiere lieber mit dem Tanz. Oh yeah. Und dann mache ich hier einen kurzen Schnitz. Aber weil hier kein Speicherpunkt... Ah, das Ding schon wieder. Okay, sorry Leute, ich hole mir bald eine neue Lizenz, dann müsst ihr das nicht mehr sehen. Was ist, weil das ja sehr unprofessionell ist und ist durch den Versprecher wird es gerade noch unprofessioneller. Ja, jetzt ist gerade ganz aus hier. Ich mache einen Schnitt. Wir sehen uns gleich weiter. Ich spiele sofort weiter.